Die Frage ist, wie triggert man mit Komponenten in Talent? Jetzt hier das Trigger Component Example, das ist ähnlich wie das Trigger Subjob Example, was wir verwenden. Nur möchte ich eben jetzt hier auf Fehler bzw. okay in genau dieser Komponente, in der File Output Komponente reagieren. Ich habe jetzt hier einen entsprechenden Subjob, der immer noch wie in dem anderen Beispiel hier die Daten generiert und sie an eine Datei ausgibt. So, jetzt habe ich da keinen validen Dateinamen drinnen, weil ich da vielleicht geschlafen habe und irgendwie nichts eingetragen habe oder weil es vielleicht ein nicht verfügbares Verzeichnis ist, auf das ich keine Berechtigung habe und auf das ich versuche zu schreiben oder noch andere Sachen mehr, die da passiert sein können. Und ich möchte jetzt hier im Fehlerfall, also im Fall, dass ein Fehler in dieser Komponente passiert, diese Messagebox hier ausgeben. Nämlich indem ich da explizit schreibe, es ist ein File Error. Und hinten dran konkateniere ich aus der Global Map die entsprechende Error Message, die mir diese Komponente liefert. Ich lösche das hier nochmal, um das dir zu zeigen. Und zwar hier links im Outline-Bereich. Das siehst du, ich habe schon aufgeklappt, habe ich die File Output Delimited. Die Error Message, die es dort nach der Ausführung gibt, wenn sie denn vorhanden ist. Sonst wäre sie halt ein Null. Und die kann ich hier mit ausgeben lassen, weil ich dann natürlich das Detail entsprechend bekomme. Hier schreibe ich einfach File OK. Auch für die Komponenten-Trigger gilt natürlich, ich kann die mehrfach verwenden. Ich zeige dir das mal ganz kurz. Also hier den Uncomponent Error könnte ich jetzt auch ein zweites Mal verwenden. Dann bekommt ihr auch wieder, genau wie die Subjob-Trigger, eine entsprechende Order. So, und das möchte ich aber jetzt nicht, sondern ich sage einfach onComponent, okay, soll das hier ausgegeben werden. Also und man erkennt übrigens auch daran, dass diese Komponente hier keine Subjob-Start-Komponente ist, weil sie eben die Subjob-Trigger nicht hat, sondern nur den Komponenten-Trigger und die Komponenten-Trigger und den If-Trigger. Genau, und hier habe ich genauso noch wie vorhin, weil ich das Beispiel da sozusagen dupliziert habe, wie in einem anderen, wie in einem Subjob-Beispiel, diese Post-in-Job-Message drinnen, die, egal was für ein Fehler passiert, eben immer rauskommt, weil das auf jeden Fall ausgeführt wird. Jetzt haben wir eben halt hier den Fall, dass der File Error genau spezifiziert wird, denn da wird gesagt, das ist ein Directory. Wenn ich jetzt da auf OK klicke, beendet sich der Job und es kommt auch diese Post-in-Job-Message noch raus. Und das beantwortet jetzt die Frage, wie triggert man mit Komponenten in Talent?